Alles Klärchen, Puperzchen. Hier ist wieder Kostala. Wir suchen jetzt nach einem Geschenk für Rosalia. Rosalia sieht immer ein bisschen bitchig aus. Vielleicht sollten wir ihr Unterwäsche kaufen. Ja, stimmt, ne? Die ist ja auch mit uns Unterwäsche kaufen gegangen. Boah, was, wenn ich schon alles erlebt haben. Was könnte ich ihnen schenken? Ihnen? Na, so eine Überraschung. Nanashi, was machst du denn hier? Diese Stimme. Oh mein Gott. Jake unterwegs mit Ariel und Schneewittchen. Was zur Hölle? Was sind das für Schlampen? Oh mein Gott. Mit der hätte ich ja gar nicht gerechnet. Und das klang ein bisschen zu schwul. Entschuldigung. Jake, was machst du denn hier? Und wer sind diese Mädchen? Ja, Ariel und Schneewittchen. Ich bin hier, um meinen Onkel zu besuchen. Solange ich die Gelegenheit habe, einfach so von einem Land ins andere zu reisen, nutze ich sie auch. Außerdem habe ich seit den letzten Sommerferien noch einen Grund mehr, hierher zu kommen. Ach ja, stimmt, auf diesem Account hatte ich ihn ja... Ja, ich wollte halt mal gucken, wie das so ausgeht. Er hat mir zugezwinkert. Ich bin sofort knallrot geworden, als ich an unseren ersten Kuss gedacht habe. Du hast gerade noch zwei Begleitungen, du Arsch. Wenn wir schon mal einmal beide da sind, sollten wir nicht die Gelegenheit nutzen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen? Nein, danke. Du bist schon in netter Gesellschaft. Möchte ich nicht stören. Das wäre super, aber du hast ja schon Gesellschaft. Was soll das denn jetzt heißen? Sollen wir das erste nehmen oder das zweite? Also ich würde wahrscheinlich auch das erste nehmen, ne? Weil man will ja nicht stören und so. Sollen wir es einfach mal nehmen? Aber nein, diese beiden charmanten Ladies helfen mir nur, das Brillengeschäft zu finden, stimmt's? Er hat sich zu ihnen umgedreht. Ja, wahrscheinlich ist das jetzt gelogen. Alter, wie sieht die denn aus? Was ist... Oh Gott. Oh Mann, das sind so Leute, mit denen ich mich wahrscheinlich nicht ganz so gut verstehen würde. Nur so eine Vermutung. Die beiden haben mich wütend angeguckt. Komm. Er hat mich am Arm gefasst und die Mädchen einfach stehen gelassen. Sowas hasse ich. Oh nein, ich habe keine Lust, ihn zu begleiten. Ich freue mich, ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ist das jetzt entscheidend? Weil eigentlich mag man den ja nicht oder so, oder? Aber wenn ich jetzt sage, keine Lust, ihn zu begleiten, dann machen wir vielleicht gar nichts mehr. Und das wäre doof. Ich nehme das zweite. Egal jetzt. Wo müssen wir denn hin? Nach unten oder so? Ich habe echt Durst. Hast du Lust, etwas trinken zu gehen? Es müsste hier in der Nähe ein Café geben. Wir sind eben dran vorbeigelaufen, du Arsch. Ah nee, warte. Das war eine Bäckerei. Ups. Oh nein, nein. Sie redet von Chez Louis. Ich habe schon mehrere Runden hier im Einkaufszentrum gedreht. Und nur ein Chez Louis, aber kein Café. Das reicht doch. Das reicht doch auch, um uns dort einen Moment hinzusetzen, etwas zu trinken. Ja, super. Hättest du das nicht zwei Räume vorher sagen können? Vier Räume. Drei. Oh, ich kann super zählen. Ich gehe uns etwas zu trinken kaufen. Ich lasse dich ein. Danke. Ich habe mich hingesetzt und auf Jake gewartet. Hier, ich habe dir ein Limo mitgebracht. Super, danke. Er setzt sich neben mich. Und, was machst du hier? Das Einkaufszentrum ist doch ziemlich weit von deiner Schule entfernt. Ich bin hergekommen, um ein paar Geschenke für meine Freunde zu kaufen. Das ist nett von dir. Was hast du ihnen denn gekauft? Ich habe meine Tasche geöffnet, um Jake den Inhalt zu zeigen. Das alles? Deine Freunde haben es echt gut. Danke. Mir fehlt nur noch ein Geschenk für meine Freundin Rosalia. Aber ich weiß nicht, was ich ihr kaufen soll. Sie hat sehr viel für mich getan. Deshalb möchte ich ihr etwas Besonderes schenken. Oder auch etwas Lustiges. Etwas Lustiges? Das ist immer voll schwer zu finden, sowas. Wenn du willst, können wir zusammen darüber nachdenken. Uns fällt schon was ein. Okay. Dann fang mal an. Mit deiner Birne lässt sich doch eh nicht mehr anfangen. Wir haben ausgetrunken und sind aufgestanden. Wohin? Welche Richtung? Ich will nichts verschwenden. Spielzeugladen? Nein, das war schön unnötig. Cool. Ah, das ist das Geschäft, das ich gesucht habe. Ah, ich erinnere mich. Klar, der hat das ja eigentlich gesucht. Ups. Welches meinst du? Das Brillengeschäft. Du hattest es bis jetzt nicht gesehen? Ich war ein bisschen abgelenkt. Ja, verständlich bei diesen großen Ausschnitten, mit denen du rumgelaufen bist.
Er hat mir zugezwinkert. Was? Wann Igitt? Wann wie war das? Oh. Oh. Mir fällt gerade ein, wir laufen auch bauchfrei rum, wo ich das in Gedanken eben bei den anderen kritisiert hatte. Hupsi. Ich achte irgendwie gar nicht darauf, wie sie sich anzieht, ne? Er hat mir zugezwinkert. Sollen wir hineingehen? Ja, ich würde mir gerne eine Markensonnenbrille kaufen. Die Marke ist sowas von egal. Hauptsache, die Brille sieht cool aus. So etwas ist echt cool. Die Marke ist sowas von egal. Wie du möchtest. Ja, yeah, I don't care. Nicht nur, dass die als Bild des Geschäftes nur einen Zoom von irgendeinem Ausstellungsstück nehmen. Nein, sie lassen es auch so aussehen, als wäre er ein Mini-Me. Und steht davor. Oh mein Gott. Das ist ein bisschen schlecht, oder? Okay, entweder er ist ein Mini-Me oder diese Brillen sind riesig. Wirklich riesig. Vielleicht sind sie gerade noch groß genug für sein Ego. Ja, gut umgeleitet. Die Brillen hier sind wirklich unglaublich teuer. Guck mal, die hier sind cool, oder? Er hat mir eine schwarze Sonnenbrille gezeigt, an der das einzig ausgefallene, der dreistellige Preis war, der auf dem Etikett zu sehen war. Ja, du wirkst nicht gerade überzeugt. Also, ich finde sie ein bisschen langweilig. Das liegt daran, dass du sie nicht genau angeguckt hast. Guck mal, hier auf der Seite sieht man die Marke. Facebook. Oh Gott. Ist das ein Idiot. Nur weil er Geld hat, ey. Wegen diesem kleinen Zeichen ist die Brille also teuer? Oh Gott. Ich nehme sie, sie gefällt mir echt gut. Oh, dir würde die Sonnenbrille bestimmt auch super stehen. Möchtest du nicht auch eine kaufen? Ja, warum nicht? Man muss sich auch mal etwas gönnen. Oh Gott. Nein, lieber nicht. Ich spare das Geld lieber. Ich habe Geld ohne Ende. Gib her. Eine aufgesetzte Brille und eine auf dem Kopf. Was wollen wir denn haben? Aufgesetzt oder auf dem Kopf? Das ist tatsächlich schwer. Aufgesetzt. Irgendwie finde ich das gerade cooler. Ziehen wir es auch direkt an. Das sieht irgendwie total beschissen zu unserem Outfit aus, muss ich sagen. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus. Diese Pilotenbrille, so möchte gern, bla, mit Gläsern von Snowboardbrillen. Du siehst echt toll aus. Nee. Vielen Dank, die Sonnenbrille ist wirklich schön. Dann werde ich auch meine kaufen. Oh Mist, was ist los? Ich habe mein Portemonnaie verloren, als ich unser Getränke geholt habe. Ich habe heute auch schon etwas verloren, aber wiedergefunden. Warte hier auf mich, okay? Ich gehe es holen. Ob das noch da ist? So viel Geld wie der hat. Warte, ich kann deine Sonnenbrille bezahlen, wenn du möchtest. Nein, ich komme mit dir. Niemals. Bei der Bäckerei, oder? Deck hat den Verkäufer gefragt, ob jemand sein Portemonnaie gefunden habe und ist dann wieder zu mir gekommen. Ich habe es. Einer meiner Klassenkameraden hätte nicht mal gewusst, dass er sein Portemonnaie verloren hat. Oh, sie redet von Lysander. Echt? Ist er so schusselig? Du kannst dir nicht vorstellen, wie sehr. Er verliert ständig seine Sachen. Komm, lass uns diese coole Sonnenbrille kaufen gehen. Alles klärchen. Aber Lysander ist trotzdem cool, ne? Komm. Zacki, rein. Dirk hat die Brille vom Ständer genommen und ist damit zur Kasse gegangen. Irgendwie sieht die so klein bei ihm aus, aber sie sieht sie ist nicht so hässlich stark orange, ne? Das ist bei uns ein bisschen, naja, gut. So, damit mache ich bestimmt alle neidisch. Ich auch. Nicht. Stimmt, die Brille steht dir echt gut. Er hat mich an der Schulter gefasst und mich an sich herangezogen. Okay, dann hat er mir seine Brille auf die Nase gesetzt. Sein Gesicht ist dabei meinem ganz nahe gekommen. Dir steht die viel besser als mir. Danke. Gitte. Oh, warte kurz hier. Ich glaube, da hinten ist ein Freund von mir. Willst du nicht, dass ich mitkomme? Nein, ich möchte dich nicht hier öffentlich zeigen. Du bist peinlich. Denkt er und er sagt, ich möchte nicht, dass jemand anderes sich in dich verknallt. Ich behalte dich lieber für mich allein. Ja, seht ihr, so läuft das. Kennt ihr von Eure Mütter? Das ist so eine Band aus alten Männern. Nein, aus erwachsenen Männern. Da gibt's ein Lied, ich weiß nicht genau, wie es heißt. Und er denkt und er sagt, wie heißt das?
Ich guck's mal ganz kurz nach. Okay, das Lied heißt einfach nur ganz simpel, was du denkst und was du sagst. Es ist aber ganz lustig, der Text. Und auch allgemein haben die ziemlich lustige Texte. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, wenn wir die Sonnenbrille aufhaben, haben wir die Kette nicht mehr auf. Und dadurch sieht man, dass das Oberteil, was ich da anhab, dieses Anfangsshirt hat, was jeder hat, und dieses blöde Motiv da drauf hat, was dann das Outfit total zerstört und es kindisch aussehen lässt. Mann, ich will die Kette wieder anziehen. Ja, stimmt, ne? Das ist ja einfach anziehen. Die Brille sieht eh peinlich aus. Oh mein Gott, stell mal vor, wir machen gleich ein Abschlussbild und da ist dann diese hässliche Brille drauf. Oh mein Gott. Da würde ich ja tot umfallen. Das wäre das Ende meiner Karriere. Oh mein Gott. Nein, Entschuldigung. Bisschen übertreiben und die Zeit überbrücken. Kaum war Dick im Laden verschwunden, spürte ich, wie mich jemand am Arm fasste. Sowas, Nanashi, dich habe ich ja ewig nicht gesehen. Ich bin zusammengezuckt und habe mich umgedreht. Wer? Mädel mit Streuseln in den Haaren? Lighty! Und heißt wie eine Kaffeesorte, nur irgendwie süß abgekürzt? Sie ist eine frühere Klassenkameradin von mir. Sie war auf derselben Schule wie Kentin und ich. Sie sieht cool aus. Ja, die hat Style. Das ist echt verrückt. Du wirkst jetzt viel selbstbewusster. Ich hätte dich fast nicht erkannt. Vielleicht lag das an der Sonnenbrille. Findest du? Ja, du wirkst nicht mehr so schüchtern. Bestimmt deshalb, weil die Brillenschlange dich endlich in Ruhe gelassen hat. Du Arme, du hast mir immer so leid getan. Er war wirklich peinlich. Meinst du Kenton? Ist mir sogar auf meine neue Schule gefolgt. Oh je, du Arme. Und ich dachte, sein Vater hätte ihn auf eine Militärschule geschickt. Hat er auch. Aber erst danach. Jetzt ist er übrigens nicht mehr wiederzuerkennen. Du würdest dich echt wundern. Damit ich überrascht wäre, müsste er schon mindestens 20 Zentimeter gewachsen sein, Bauchmuskeln bekommen haben, sich von seiner Brille getrennt und seinen Haarschnitt verändert haben. Genau das ist passiert. Und? Die neue Schule? Gibt's da süße Jungs? Ja. Oh Gott, das Ja kam komisch. Oh je, wenn Herr Leite mit dem Thema anfängt, ist das immer ein schlechtes Zeichen. Oh, du Glückliche. Ich hatte schon ewig keinen Freund mehr. In unserer Schule gibt es einfach keine coolen Jungs. Ja, einen Freund hatten wir auch nicht, aber wir hängen erstaunlich viel mit Jungs ab hier. Aber warst du nicht mit Mail zusammen? Lighty Mail, was sind das für Namen? Doch, aber ohne sein Piercing sah er nicht mehr so gut aus. Jeremy übrigens auch nicht. Jeremy? Ja, erinnerst du dich nicht mehr? Der große Dunkelhaarige, der Mutter hinter uns saß. Nachdem ich mit Julian Schluss gemacht hatte, war ich mit ihm zusammen. Dann waren da noch Theo, Kevin, Daniel, Midi. Aber das ist eine lange, das ist nie lang, hat nie lange gehalten. Und jetzt bin ich seit einer Woche Single. Oh mein Gott, du hattest schon so lange keinen Freund mehr. Das tut mir ja so leid. Gott, diese Teenie-Beziehungen, ey. Das nennst du also eine Ewigkeit. Ja klar, ich war noch nie so lange Single. Oh mein Gott. Das ist das Problem mit Laiti. Sie ist wirklich nett, aber sie verliebt sich alle 5 Minuten. Und kriegt die Typen dann auch noch rum. Oh mein Gott. Ich muss magische Finger haben. Das hier ist kein besonders guter Ort, um sich zu unterhalten. Komm, wir gehen lieber ein bisschen nach draußen. Ich kenne leider nicht. Ich warte hier auf jemanden. Bist du mit deinen neuen Freundinnen hier? Nicht so ganz. Sorry, dass ich dich habe warten lassen, Nanashi. Aber ich hatte ihn lange nicht gesehen und hatte vergessen, dass er so viel redet. Oh, hallo, hübsche Lady. Er hat Laiti gesehen. Dag, das ist Laiti, eine Freundin von meiner früheren Schule. Freut mich. Jetzt sind wir uninteressant. Oh. Mich auch. Wie ihre Augen anfangen zu strahlen und ihre Wangen werden rot. Es ist soweit, sie ist schon in ihn verliebt. Wie heißt du und woher kommst du? Auf welche Schule gehst du? Ich melde mich dort sofort an. Das klingt nach Kentin. Nur siehst du besser aus. Wie lustig. Dake hatte mich bei unserem ersten Treffen fast dasselbe gefragt. Ach echt? Ich kann mich gar nicht mehr dran. Ah, stimmt, stimmt. Aber das klingt irgendwie Kentin-Style. Oh, immer langsam. Ich bin Dake und komme aus Australien. Ich bin nur für eine Woche hier. Das ist kein Problem. In einer Woche kann viel passieren. Ich könnte sie mit Dake verkuppeln und ihn so ganz unauffällig loswerden. Oh nein, ich lasse nicht zu, dass Lady mir Dake wegschnappt. Ich muss ihr klar machen, dass er mir gehört.
Ja, also, ob das wohl klappen würde, wenn man die verkuppelt? Das wäre ziemlich interessant. Aber mir wurde der Tipp gegeben, dass wenn man diese Schuhe anhat und mit Dake nicht verkuppelt, dann kriegt man neue Schuhe von ihm geschenkt. Und ich weiß nicht, was ich jetzt ausprobieren oder Schuhe. Ausprobieren oder Schuhe. Ausprobieren oder Schuhe. Ich bin Mädchen. Fuck. verlasse das Geschäft. Wir sind im kleinen Geschäft. Wir sind auf dem Flur. Ich habe keine Lust, mich mit Laezi zu streiten. Und sie verliebt sich so oft, dass ich sicher bin, wenn ich einen anderen Jungen finde, der genauso süß ist wie Dake, wird sie sich sicher gleich in ihn verlieben. Verknallen. Bitte nicht, Nathaniel. Soll ich irgendwo hingehen gerade oder so? Nach Rom? Hallo? Hinweise? Ich bin ein bisschen aufgeschmissen gerade. Versuch, Laeti davon abzuhalten, ihr Dake auszuspannen. Okay. Und dafür müssen wir was machen? Hallo? Hilfe. Vor dem Geschäft mit den Accessoires steht ein Junge, der Laeti gefallen könnte. Dimitri! Das. Oh, was zur Hölle? Er trägt einen Anzug. Einen Mantel. Was zur Hölle? Er ist ein komplett anderer Style als Steak, ja. Ja, das ist genau ihr Typ. Das ist komplett anders als Steak. Komplett anders, ja. Das sieht schon so ein bisschen nach Gothic aus, ja. Und Dake ist so ein Poser. Das ist schon Welten dazwischen. Ich sollte Laeti herbringen, damit sie ihn sieht. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay. Mann, die Verabschiedungen sind bei mir immer ziemlich peinlich. Na gut, bis dann.